Ja, ich darf Sie noch begrüßen zum ersten Vortrag der Nachmittagssessions. Mein Name ist Florian Ruhammer. Ich arbeite bei der Schneider Electric Automation GmbH, bin da in der Entwicklung tätig und ja, seit nunmehr gut 10 Jahren, bin auch seit diesen 10 Jahren in Cercos-Arbeitskreisen, habe seit, glaube ich, 3 oder 4 Jahren die Leitung des Arbeitskreises IP-Kommunikation. Ja, und darf Ihnen heute die Grundlagen und ein paar Tools bezüglich SIP vorstellen. Ja, ich möchte erst ganz kurz ein bisschen was über die Ziele von SIP sagen. Mal anschauen, was für Kommunikationskanäle haben wir bei Cercos. Und dann ein bisschen näher auf die Dienste, die wir dabei SIP spezifizieren, eingehen. Zum Abschluss dann nochmal kurz die Tools vorstellen. Ja, die Ziele für SIP waren primär mal eine Kommunikation mit Cercos-Geräten aufbauen zu können, auch ohne einen aktiven Cercos-Master zu haben. Ist ein wichtiges Thema für Inbetriebnahme. Ich habe ein Gerät, kommt aus dem Lager, ich möchte vielleicht ein paar Grundparametrierungen schon machen oder muss irgendwelche Parameter einstellen. Dann brauche ich keinen Master, möchte halt direkt dran gehen. Das Gleiche ist natürlich auch für einen Service- oder Austauschfall beim Kunden vor Ort. Es muss schnell gehen, das Gerät muss nach Möglichkeit vorbereitet werden. Dann soll man auch ohne eine laufende Steuerung rangehen können. Und letztendlich ist natürlich auch wichtig, Diagnose abziehen zu können, ohne in die laufende Maschine einzugreifen. Und auch dafür ist es wichtig, vielleicht Zugriff zu haben, ohne ja, einen aktiven Cercos-Master. Ein weiterer Vorteil ist es, oder ein weiteres Ziel war es, dass eine direkte Kommunikation zwischen zwei Cercos-Slaves bisher nicht wirklich möglich war. Service-Kanal geht nur vom Master zum Slave. Das werden wir uns gleich mal angucken. Wir haben die Standard-Kommunikationswege bei Cercos, die zyklischen Verbindungen, die wir spezifizieren können. Die kann der Master vorgeben. Da haben wir eine feste Konfiguration an IO-Daten oder an Nutzdaten, die wir übertragen. Die werden typischerweise von Master an die Slaves übertragen oder zwischen zwei Slaves als Querkommunikation. Das Ganze ist eine begrenzte Datenmenge, die da möglich ist. Hat natürlich den Vorteil, es ist deterministisch, es ist hochzyklisch. Genau das, was wir bei Cercos ja auch wollen. Ist aber auch nur zwischen Cercos-Geräten natürlich möglich. Parallel dazu haben wir den Service-Kanal bei Cercos. Hier kann ich vom Master aus initiiert Parameter von einzelnen Cercos-Geräten lesen oder auch schreiben. Geht allerdings wieder nur vom Master zu den einzelnen Geräten. Geht nicht im Bedarfsfall mal Daten zwischen den Geräten auszutauschen. Ist auch relativ langsam, da für den Servicekanal pro Zyklus nur 4 Byte Nutzdaten zur Verfügung stehen, noch ein Protokoll dahinter liegt, was ein bisschen verzögert. Darum dauert es einige Zyklen, bis da mal ein Parameter über den Servicekanal gelesen ist. Ist im Normalfall auch ausreichend, aber auch das geht hier wieder nur zwischen Cercos-Geräten. Und die letzte Möglichkeit, die wir noch haben, ist der UC-Kanal. Hier haben wir eine Zeitschlitz zur Verfügung, um Standard-IP-Telegramme übertragen zu können. Da kann eine offene Kommunikation stattfinden. Da kann theoretisch jeder mit jedem reden, von den Geräten, die hier im Netzwerk vorhanden sind. Es ist auch möglich, ich habe es da links oben angedeutet, ans offene Ende einer Linie oder über einen NRT-Plug Standard-Bürokomponenten, Service-PCs oder Ähnliches einzubinden und dann auch damit mit den Geräten zu kommunizieren. Und das ist dann auch der Kanal oder der Kommunikationsweg, den wir nutzen wollten für SIP. SIP ist angesiedelt in den Internet Protocol Services.
Wir haben das extra noch mal ein bisschen überlagert mit Internet Protocol Services, da streng genommen ein Standarddienst mitverwendet wird oder mit dazugehört, nämlich TFTP. Und wir dazu die SIP-Dienste spezifiziert haben. Wichtig ist, es soll das Ganze eine einheitliche, auf IP-Diensten basierende Kommunikation stattfinden. Das heißt nicht, dass jeder Hersteller seine eigene Kommunikation macht. Wie rede ich mit meinem Gerät? Der eine hat Webbrowser drin, der andere hat ein herstellerspezifisches Protokoll. Sondern es sollte wirklich ein einheitliches Protokoll da sein, mit dem unabhängige Tools mit den Geräten reden können. Und ganz wichtig auch für den Servicefall natürlich ein einheitlicher Mechanismus zum Firmware-Update. Und hier kommt dieses TFTP-Protokoll ins Spiel, was damit reingekommen ist. Es ist ein sehr einfaches Protokoll und für einen Firmware-Austausch auf jeden Fall sehr gut geeignet. Für SIP fällt vielleicht auf, steht da, man kann es schlecht lesen, UDP und TCP. Das heißt, wir haben hier die Dienste zum Teil für UDP und TCP vorgegeben, teilweise gegen nur UDP. Das möchte ich mal schnell noch gegenüberstellen. Die Vorteile der einzelnen Transportprotokolle. TCP basiert auf TCP-Connections, TCP-Sockets. Heißt natürlich, ich habe keine Beschränkung in der Datengröße, aber ich habe ein Protokoll-Overhead. Ich habe eine relativ hohe Stack-Komplexität und ist auf einem einfachen Gerät nicht unbedingt so einfach noch mit unterzubringen. Da sind die Ressourcen knapp, wenn man an einfache I.O.-Geräte denkt. Deswegen ist TCP nicht verpflichtend. Hat er den Vorteil, dass eine gesicherte Übertragung mit Flusskontrolle da, aber ich kann mit TCP auch keine Multicast-Kommunikation machen. Das ist der Vorteil von UDP. Hier habe ich die Möglichkeit, Multicast-Kommunikation zu machen. Das heißt, ich schicke ein Telegramm los und alle Geräte im Netzwerk empfangen dieses Telegramm. Komme ich später noch drauf, wo das Ganze auch eingesetzt wird. Das heißt, wir haben auch manche Dienste, das werden Sie später sehen, die zwingend UDP benötigen. Einzige Beschränkung bei UDP ist, dass ich pro Telegramm nur maximal 1500 Byte habe, was die maximale MTU-Größe ist bei 100 Megabit Ethernet. TFTP wiederum ist ein UDP-basierender Dienst, hat die Einschränkung, unterstützt nur bis zu 32 Megabyte für eine Dateiübertragung, aber für die typischen Firmware-Dateien, die Geräte benutzen, ist das nicht wirklich eine Einschränkung. Da geht es eher im Kilobyte-Bereich als im Megabyte-Bereich. Ja. Die Übertragung über TFTP ist gesichert. Das heißt, wenn eine Datei über TFTP ans Gerät übertragen wurde, kann man noch sicher sein, dass alle Teile dieser Datei angekommen sind. Da liegt nochmal ein eigener Kontrollmechanismus drüber. So, das mal so als grober Überblick, was sind die Kommunikationswege für SIP? Und jetzt möchte ich ein bisschen detaillierter auf die Dienste eingehen, die einzelnen Funktionen, die bei SIP beschrieben sind. Vielleicht, ich habe es vorhin vergessen zu erwähnen, SIP ist Abkürzung für SERCOS Internet Protocol, also natürlich angelehnt an TCP, IP, um da die Verbindung herzustellen. Ja, es sind verschiedene Kategorien von Diensten definiert. Zum einen Dienste für die TCP-Connections zum Aufbau von SIP-Verbindungen. Des Weiteren ganz wichtige Funktionen zur Topologieerkennung und IP-Konfiguration. Hier geht es darum, in einem vorhandenen Netzwerk zu erkennen, welche Geräte sind vorhanden, was für eine IP-Konfiguration haben die Geräte und natürlich auch, falls hier Fehlkonfigurationen vorliegen und eine normale Punkt-zu-Punkt-Verbindung nicht möglich ist, hier auch wieder die IP-Adressen
IP-Konfiguration setzen zu können. Außerdem nächste Gruppe Identifikation. Da geht es darum, Cercos bietet ja mit dem Identify-Bit die Möglichkeit, Cercos-Geräte im Netzwerk eindeutig zu identifizieren. Sprich dadurch, dass die vorgeschriebene Cercos-LED das Blinken anfängt. Das heißt, ich kann wirklich nochmal sicher gehen, wenn ich mit dem Gerät rede, da ist das Gerät, ist auch wirklich das Gerät, das ich haben möchte und kann es visuell nochmal überprüfen. Dann als nächste Kategorie der Parameterzugriff. Hier geht es einfach darum, dass natürlich auf die Standard-Cercos-Parameter, die in den ganzen Profilen definiert sind und vorgegeben sind, auch zugegriffen werden kann. Sowohl schreibend als auch lesend. Eine weitere Kategorie ist das Gerätemanagement. Beim Gerätemanagement geht es, wie vorhin erwähnt, schon darum, Firmware-Dateien zu übertragen und alles Nötige zu machen, damit so eine Firmware auch wirklich aktiv wird. Und noch ein paar sonstige Dienste, die jetzt in keine von den Kategorien mit reinpassen. Einmal zur Identifikation von den Geräten, um zu erkennen, welche Dienste werden unterstützt. Oder eine Überwachung auf Watchdog-Basis. Da komme ich aber dann später nochmal darauf zurück. So, erstmal die Dienste, die für einen Verbindungsaufbau vorgegeben sind. Es gibt einmal den Connect-Dienst, um TCP-Socket aufzubauen. Ist ganz klar, kriegt einen Timeout normal mit bei TCP-Kommunikation. Der würde nach einer gewissen Zeit der Inaktivität zuschlagen und die Verbindung der Socket würde abgebaut. Deswegen gibt es einen Ping-Service, um bei Inaktivität einfach die Geräte anzupingen und die Kommunikation am Laufen zu halten. Ist nur nötig für TCP-basierende Verbindungen. Das ist ganz wichtig. So, die zweite Kategorie war die Topologieerkennung. Und hier sieht man ein schönes Beispiel. Es geht ein UDP-Browse-Telegramm raus, ein Multicast, der erreicht alle Slaves, alle SIP-Server, die im Netzwerk verfügbar sind. Da wird nur ein Telegramm verschickt von dem Client, der die Geräte finden möchte und jedes Gerät antwortet. Das Ganze funktioniert über Broadcasts, auch die Antworten. Das heißt, ich kann wirklich auch, wenn die Geräte von der IP-Konfiguration überhaupt nicht zusammenpassen, in einem Netzwerk rausfinden, welche Geräte sind verfügbar. Habe ich jetzt den Fall, dass ich Geräte habe mit einer fehlerhaften IP-Konfiguration, habe ich den SetIP-Dienst. Damit kann ich die IP-Konfiguration, sprich IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-Adresse, einstellen für den jeweiligen Slave. Sie wundern sich vielleicht, dass das Ganze ja auch als Broadcast rausgeht, aber nur das ist die Möglichkeit, einen Slave zu erreichen, der eine fehlerhafte IP-Konfiguration hat. Sonst würden die Telegramme verworfen werden im Empfangspuffer. Wichtig ist aber, dass in dem Broadcast die MAC-Adresse von dem Gerät steht, das adressiert ist. Das heißt, auf diesem Broadcast antworten oder den nehmen nicht alle Geräte wahr, sondern nehmen nur das eine Gerät, hier in dem Fall ganz rechts wahr, der die entsprechende MAC-Adresse hat. Und der schickt dann auch ein Antwortpaket dann als Unicast. Und sobald die IP-Adresse eingestellt ist, ist dann der untere Fall nochmal, kann dann beliebige Punkt-zu-Punkt-Kommunikation stattfinden, um die anderen Teilnehmer natürlich zu entlasten. Da ein Cercos-Netzwerk auch sehr komplex ausfallen kann, sprich es gibt die Möglichkeit der Controller-Controller-Kommunikation, dann habe ich, wie hier in diesen Geräten angedeutet, in einem Gerät Slave und Master. Das heißt, ich kann mich in dem Fall, jetzt versuche ich mal mit der Maus hinzukommen, hier an einem Gerät reinhängen in den Ring. Ich habe hier einen Master, der wiederum ist Slave von einem übergeordneten Cercos-Verbund
Und weiterhin gibt es hier einen Slave, der auch nochmal einen untergeordneten Circus-Ring hat. Das heißt, ich habe hier wirklich hierarchisch mehrere Circus-Ringe miteinander verbunden. Und auch dafür gibt es jetzt wieder Dienste, um Stück für Stück zu ermitteln, an welchem Gerät welche Slaves vorhanden sind. Das heißt, ein Master kann in seinem Suppus die Slaves identifizieren und weitergeben. Oder ein Slave kann der Identifikationstelegramm auch nach oben weiterreichen an den übergeordneten Master. Und somit kann ich auch für komplexe Netzwerke wirklich sämtliche Geräte herausfinden, die da enthalten sind. Den genauen Algorithmus, den spare ich mir jetzt heute, weil sonst würde die halbe Stunde nicht ausreichen. Gehe mal weiter zu den Identifikationsdiensten. Vorhin schon kurz erwähnt, der Identify-Service, der die Circus 3 LED blinken lässt, ist natürlich wichtig, um genau das Gerät rauszufinden. Des Weiteren einen Nameplate-Service. Circus spezifiziert in der IDN S1300 ein elektronisches Typenschild, das die wichtigsten Informationen über einen Slave enthält. Und da gibt es bei SIP einen einheitlichen Dienst, um genau alle diese Typenschildparameter auf einmal auslesen zu können, um hier nicht N Parameter nach und nach auslesen zu müssen. Das Ganze gibt es auch als Broadcast-Service, ist ein bisschen anders strukturiert, hat aber die gleiche Bedeutung, ist nur wichtig, wenn inkompatible IP-Konfigurationen noch vorhanden sind in dem Netzwerk. Ja, dann der wichtige Punkt natürlich bei Circus, wir leben von den Parametern. Unsere Circus-Parameter haben 7 verschiedene Elemente. Einmal die Identnummer, Name des Parameters, Attribut, sprich welche Datenbreite hat er, Min-Max-Werte und natürlich das Wichtigste, die eigentlichen Daten. Und auch hier ist es wichtig, dass der Zugriff wie über einen Service-Kanal erfolgen kann. Allerdings typischerweise deutlich schneller, weil ein Slave, ich sage, im gleichen Zyklus oder im nächsten Zyklus antworten kann, schon wieder mit dem Antwortpaket. Wenn die Slaves schnell sind, gehen sogar mehrere Circus-Parameter-Übertragungen in einem Zyklus. Der Vorteil von der Nutzung des NRT-Kanals ist auch, ich kann in Circus Phase 0 bzw. 1 oder habe ich hier vergessen, mit drauf zu schreiben, auch im NRT-Kanal, sprich, wenn gar kein Circus Master ist, natürlich mit dem Gerät reden und kann da Circus-Parameter auslesen und schreiben. Wichtig ist auch für die Diagnose in irgendwelchen Service-Tools, es kommen die gleichen Diagnosemeldungen zurück, wie wenn ich über einen Service-Kanal Parameter lese oder schreibe. Das ist natürlich auch wichtig, um sich wieder zurechtzufinden. Gibt es die IDN nicht, habe ich vielleicht zu viel Daten geschrieben oder ähnliches. Ja, zum Auslesen, ich habe hier nochmal aufgelistet, gibt es Dienste, um, ich sage, alle Attribute, alle Elemente auszulesen oder halt Dienste, um gezielt nur die Nutzdaten oder nur den Datenstatus auszulesen oder bei großen IDNs, damit die über UDP überhaupt gelesen werden können, auch nur ein Segment auslesen, sprich ein Teilbereich einer großen IDN mit variabler Länge. Das Gleiche haben wir fürs Schreiben der Daten auch wieder. Auch hier haben wir für jedes Element eine eigene Schreibfunktion, plus am Ende nochmal eine zusätzliche Funktion, die einzelne Bits setzt für irgendwelche Kontrollwörter, wenn ich nicht, wenn ich wirklich in einer Bitmaske nur einzelne Bits setzen möchte. So, Gerätemanagement. Überbegriff für Firmware-Download, Firmware-Verwaltung. Wichtig ist hier zum einen der TFTP-Dienst, den ich vorhin schon erklärt habe, dass die Firmware-Dateien runterkommen. Wichtig ist außerdem, typischerweise muss ein Gerät nach dem Firmware-Download einen Neustart machen. Und dass dieser Neustart durchgeführt wird, ist auch ein Dienst implementiert und beschrieben, in dem bis zu 86 Geräte auf einmal zurückgesetzt werden können,
86 Geräte einfach nur deswegen maximale Telegrammlänge und Anzahl MAC-Adressen, die ich mit reinschreiben kann, plus ein bisschen Protokoll-Overhead. Das heißt, ich adressiere hier über die MAC-Adresse wieder jedes Gerät eindeutig, welches sich zurücksetzen soll und Neustart machen. Ja, sonstige Dienste. Es gibt die Liste aller unterstützten UDP-basierenden SAP-Dienste. Ist natürlich wichtig für ein Tool. Ich kann erstmal auslesen, was kann denn mein Gerät alles an Diensten, was kann ich wirklich mitmachen und kann dann dementsprechend auch meine Dienste verwenden. Ich muss nicht ausprobieren, geht der Dienst, geht er nicht, sondern ich kann das einfach auslesen. Ist ähnlich den IDNs für das SCP mit Liste der unterstützten Kommunikationsprofile. Gut, als letztes habe ich noch den Watchdog-Service. Das ist ein bisschen ein Sonderfall der Dienst. Da geht es darum, wenn man zum Beispiel über das Parameterschreiben eine Achse verfahren möchte, ist es ja ein kritischer Prozess. Wenn ich hier eine Sollposition vorgebe, fahre an die Position und danach wird die Verbindung aufgetrennt. Ich komme mit dem Tool nicht mehr ran, kann keinen Stopp mehr setzen und die Achse fährt und fährt und fährt. Und deswegen ist es hierfür wichtig, ein Watchdog-Signal regelmäßig zu senden, um dieses Kommando oder diesen Befehl weiterhin aufrechtzuerhalten. Fällt dieser Watchdog aus, dann stoppt das Gerät selbstständig mit der Funktion. Ja, das war jetzt mal ein kurzer Überblick über die verfügbaren Dienste. Weil es sind an der Stelle schon irgendwelche Fragen. Oder habe ich sie total erschlagen? Gut. Dann mache ich noch kurz weiter. Ich möchte noch ein paar Tools vorstellen, die für SAP existieren. Ja. Ja, teilweise natürlich genau, weil wir über den normalen IP-Kommunikationsweg die Dienste nachbilden wollten, die es gibt bei Cercos. Lesen, Schreiben von Parametern, Identifizieren von Geräten, sind alles Standardfunktionen, die im Cercos drinnen sind. Ich kann über eine laufende Cercos-Kommunikation, kann ich das Identify-Bit aufsetzen im Device-Control-Wort und das Gerät fängt das Blinken an. Und das Ziel war aber halt, eine Möglichkeit zu schaffen, ohne einen laufenden Cercos-Master, ohne eine zyklische Cercos-Kommunikation, auch an die Geräte rangehen zu können und genau diese Funktionen durchzuführen. Auch andere Bewegungen, diese Überwachung und so weiter? Genau, das ist natürlich dann wieder geräteabhängig, welches Gerät es ermöglicht. Also ich sage jetzt, eine Bewegung von einem Antrieb ist natürlich nicht immer erwünscht und möglich. Das kann jeder Hersteller für sich festlegen. Wenn ein Hersteller sagt, nein, ich möchte das für mein Gerät nicht, ich erlaube keine Bewegung ohne eine zyklische Cercos-Kommunikation, dann gibt es einfach eine Fehlermeldung für das Schreiben der Sollposition, Parameter schreibgeschützt. Das heißt, ich kann als Gerätehersteller das unterbinden. Kann natürlich gewünscht sein, ich möchte einen Inbetriebnahmemodus an der Achse haben. Ich möchte die wirklich vielleicht mit langsamer Geschwindigkeit Stück für Stück durchsteppen können, dass ich so einen Inbetriebnahmemodus aktivieren kann über einen P-Parameter und kann dann die Achse durchsteppen oder sowas oder für eine I/O-Scheibe, dass ich dann, ist vielleicht noch einfacher, dass ich hier I/Os durchschalten kann einzeln, obwohl keine zyklische Cercos-Kommunikation da ist. Das kann man, ich sage, das muss man in der jeweiligen Gerätebeschreibung nachschauen. War das ausreichend? Ja? Gut. Sonst noch Fragen dazu? Okay. Ja. Welche Tools bietet Cercos an? Zum einen
Der Herr Lutz hat es heute früh schon erwähnt, es gibt über SourceForge paar Beispiele, Stacks oder Treiber. Da gehört unter anderem auch ein Circus Internet Protocol Service Treiber dazu. Und zwar sind hier Beispiele einmal als POSIX Client, gedacht zur Integration typischerweise in den Antrieben, und auch ein C-Sharp Beispiel für einen Client und Server, um toolseitig dann natürlich darauf zugreifen zu können. Das Ganze ist über SourceForge als Open Source runterzuladen. Wen das interessiert, kann man dann auch ausprobieren. Außerdem ist aktuell ein Java-Client in der Entstehung. Der soll auch als Open-Source-Client dann zur Verfügung gestellt werden. Ist momentan noch im Beta-Stadium, wird aber voraussichtlich auch Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann wahrscheinlich über die Circus-Homepage, eventuell auch über SourceForge, das ist noch abzuklären, veröffentlicht. Dieser Client implementiert soweit alle verfügbaren SIP-Dienste, erlaubt ein einfaches Scannen aller Circus-Geräte über diesen Browse-Dienst, zeigt die dann schön an. Man kann einen Diagnosetrace auslesen, man kann Diagnose-IDNs auslesen, man kann Listen vorgeben von IDNs, die man sich speichern möchte, die man auslesen möchte aus dem Gerät oder an das Gerät übertragen möchte. Jetzt für den Fall Inbetriebnahme oder Service-Ersatzteilfall. Ich habe eine Parameterkonfiguration, die habe ich mir irgendwo mal gespeichert in der Datei, könnte ich dann darüber direkt runterschicken. Außerdem ist ein allgemeiner Mechanismus da integriert zum Übertragen von Dateien über TFTP, um diese Firmware-Download zu machen, natürlich inklusive anschließendem Reset. Ja, das Tool ist, wie gesagt, in Kürze verfügbar. So, und als letztes Tool gibt es auch für SIP natürlich einen Conformizer, um sicherzustellen, dass die Kommunikation über SIP wirklich einheitlich für alle Circus-Geräte ist, sprich, dass ich wirklich auch herstellerübergreifend da kommunizieren kann. Dieses Tool ist vor kurzem freigegeben worden, wird auch über die Circus-Homepage verfügbar sein. Entwickelt ist das Ganze für Windows XP, Windows 7. Wichtig ist hierfür, keine zusätzliche Hardware ist hier notwendig, es reicht ein ganz normaler PC. Das Ganze basiert auf dem freien NUnit. Man sieht vielleicht, wer NUnit kennt, anhand von dem Screenshot schon, dass hier Testfälle angegeben werden, die ausgeführt werden mit Hilfe eines Unit-Tests. Es dient hier zur Überprüfung von SAP-Server-Implementierungen und zusätzlich ist auch möglich, damit die Clients zu testen. Das heißt, es gibt hier ein allgemeines und verfügbares Referenzgerät, das ist wichtig, und auch Zertifizierungstool. Ja, gut. Dann war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe natürlich gern für Fragen zur Verfügung. Jawohl. Hier, ja. Ja. Der Client ist normalerweise der Parameter abfragt, aber ich sage, Client ist wichtig für Slave-zu-Slave-Kommunikation. Ein Server ist typischerweise nicht so schwer zu implementieren, ist vor allem sehr geräteabhängig. Da war es nicht so einfach, einen allgemeinen Server zur Verfügung zu stellen. Clientseitig sieht das Ganze wieder einfacher aus, da kann man eher einheitliche Dienste zur Verfügung stellen. Deswegen gibt es für POSIX nur einen Client. Okay. Gut. Dann vielen Dank.